David Eugster, zuerst Gratulation zum Sieg. Und man hat das Gefühl gehabt, also behaupte jetzt einfach mal, dass sie da sind, so ein bisschen mehr der Biss und mehr der Wolke. Stimmt das auch so, der Eindruck von aussen? Ja, ich würde es mal so sagen. Vor allem, wir haben jetzt noch nie gegenseitig gewonnen, zweimal verloren. Und die Hai haben wir jetzt wollen, noch als Abschluss mal noch etwas Gutes zeigen. Und das ist uns ganz klar geglückt. Sehr selber auch hier. Das Tempospiel ist etwas, was euch auszeichnet. Bei dem Goal, sagen wir mal, die Situation gesehen und einfach draufgehalten. Oder wie war das? Ja, also ich habe gewusst, ich komme an ihm vorbei, wenn ich ihn gerade am Anfang schlage. Und nachher bin ich von außen gekommen. Und eigentlich schiesse ich immer im Training, wenn ich von dort raus komme, halb hoch in die Ecke. Und es hat perfekt aufgegangen, funktioniert. Und perfekt rein. Momentan schaut verläuft es auch wieder gut. Du hast den 50. Sieg in Serie. Wahrscheinlich haben wir es noch ein tief resultatmässig. Vielleicht für euch auch, dass ihr nicht im Team seid, das macht es auch aus. Eben. Vielleicht, dass ihr jetzt wieder den Schwung gefunden habt. Ja, ich denke schon. Vor allem, halt, wenn man halt mal verliert, das kann immer passieren. Aber wir müssen wieder zurück auf die Siegerstrasse kommen. Und ich finde, das haben wir jetzt ganz klar wieder gefunden. Mit dem Biss, mit der Intensität. Und auch im Training 100% gehen, sind wir jetzt wieder zurück dort, wo wir sein wollen. Und hoffentlich können wir das durchziehen. Merci vielmals. Merci.